Bestimmt hast du schon oft mit Google nach Bildern gesucht. In diesem kurzen Lernfilm zeige ich dir noch zwei weitere Tipps, die mir wichtig erscheinen. Wenn wir jetzt noch zum Beispiel den Matterhorn suchen und tippen auf Bilder, so kommt diese übliche Darstellung, die schon recht brauchbar ist. Du kennst das, du tippst darauf und siehst sogleich eine große Ansicht und du kannst durch diese Bilder hindurch scrollen mit einem Wisch. Und wenn du diese Detailansicht schließt, bist du wieder auf der Übersicht. Du hättest sogar die Möglichkeit, über die Suchoptionen nach bestimmten Farben zu suchen, die im Bild dominant sind, nach einem bestimmten Typ von Bild und auch nach einem bestimmten Zeitraum. Aber auf einem Computer hättest du da noch wesentlich mehr Optionen. Nun, wir müssen quasi jetzt Google überlisten und die Darstellung für den Computer aufrufen statt für das iPad. Das machst du über das Teilen-Symbol und hier unten siehst du Desktop-Site anfordern. Also das iPad gibt sich jetzt als Computer zu erkennen und entsprechend wird die Ansicht angepasst. Und jetzt hast du in den Suchoptionen deutlich mehr Möglichkeiten. Du kannst also nach großen Bildern suchen. Das ist dann wichtig, wenn du zum Beispiel eine Präsentation machen möchtest, damit sie nicht so pixelig sind. Auch hier wieder hast du noch Farbe, die Sortiermöglichkeit, Typ, Zeit. Wichtig in diesem Fall vor allem die Nutzungsrechte. Da kannst du nach Bildern suchen, die du weiterverwenden darfst, die du also auch im Internet veröffentlichen darfst. Übrigens, über das Zahnrad-Symbol mit der erweiterten Suche hättest du noch deutlich mehr Möglichkeiten. Nun zum zweiten Tipp, das ist dir wahrscheinlich bekannt, dieses Bild hier, das ist jetzt nur ein Vorschaubild und wenn du es jetzt wirklich verwenden möchtest in deinem Vortrag, so tippst du auf Bild ansehen, das ist ganz wichtig und erst jetzt sicherst du das Bild. Jetzt wird es in voller Größe auf das iPad gespeichert und so hast du auch die volle Qualität. Wenn du wissen möchtest, woher diese Seite eigentlich stammt, so tippst du auf Seite besuchen und hier siehst du das Bild im Originalkontext. Schauen wir mal, ob es geklappt hat mit dem Bild. Tatsächlich, hier ist es.